Ja, schönen guten Morgen meinerseits. Ich habe die Aufgabe bekommen oder die Bitte bekommen, einen Vortrag zu den Lebenswelten und Werten muslimischer Jugendliche zu halten. Bevor wir da hineingehen, würde ich mich mal noch kurz vorstellen und vielleicht zwei Punkte auch von meiner Seite. Das eine ist, mich würde es natürlich gerne interessieren, was euch an diesem Thema interessiert. Es ist sozusagen über das Wort Lebenswelt und Werte, da könnte ich mindestens eine ganze Tagesveranstaltung machen, mindestens. Und es sind so viele Facetten, das heißt, ich werde es heute nur auszugsweise bestimmte selektive Punkte herausstreichen. Und weil es sozusagen dieses Thema so facettenreich ist und ich bei der Auswahl zumindest ein bisschen im Auge haben möchte, was euch interessiert, Stück weit, da kann man ein Stück weit ein bisschen noch näher hineingehen. Ob ich auf alles auch antworten kann, ist eine andere Frage, aber zumindest jetzt ein Gespür dafür, würde ich mal zum Warming-up euch bitten, dass ihr mir mal vielleicht kurz, und wenn es so dann seid ihr auch ein bisschen alle dann ganz wach, vielleicht in ein, zwei Sätzen sagt, was euch an diesem Thema dann interessiert, worüber ihr heute sprechen würdet. So, jetzt frage ich mich, was die beste Form ist, ob ihr euch mal einfach mal anklickt und wir hören uns auch mal Stimmen kurz an aus dem Off oder ob ihr das reintippt. Ich bin eigentlich ein sehr analoger Mensch und ich mag es eigentlich, Menschen zu hören. Aber das machen wir mal. Wir probieren es so, wenn es dann nicht geht, wenn es dann 20 Stimmen sind, ist das auch okay. Dann müsst ihr euch ein bisschen diszipliniert euch den Raum lassen. Vielleicht noch einen Satz erstmal zu meiner Person. Ich heiße Kenan Güngör, ich bin Soziologe in Wien und leite das Büro Think Difference. Also wir machen sehr, sehr viel in der Forschung. Ich bin sehr, sehr viel auch in der Politikberatung, habe in allen Bundesländern in Österreich, aber auch die Bundesregierung über mehr als ein Jahrzehnt beraten in diesen Fragen und bin auch immer wieder politisch und medial, melde ich mich auch zu Wort. Unsere Schwerpunkte liegen im Bereich von Migration, Integration, Jugend, Identität, Steuerung, Integrationspolitik, aber auch Gewalt und Radikalisierung und auch natürlich das Thema muslimische, also das Thema des Etablierungsprozesses des Islam spielt auch eine zentrale Rolle. So viel zu meiner Person. Jetzt würde mich das interessieren. Erstmal hallo nochmal, guten Morgen. Geht mal ganz kurz in euch rein, und mich würde es nur wirklich in ganz kurzen Sätzen interessieren, einfach mal so eine Stimmcrowd zu haben, was denn euch an diesem Thema interessiert oder welche Frage ihr habt, ja? Ich höre mir das mal ein bisschen an und dann kann man auf das eine oder das gibt mir ein besseres Gespür, was eure Themen dann sind. In Ordnung. Also, ihr habt erstmal das Wort. Wer traut sich? Im Chat. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Ohne Kamera, die mache ich jetzt schnell an. Ja, mich würde das Thema Umgang mit Sexualität interessieren. Also, ob es da irgendwie jetzt große Unterschiede gibt oder herangeht. Ja, das würde mich interessieren, vor allem auch in Kombination mit den traditionellen Rollenbildern. Okay. Das war's Okay. dann. Danke. Hallo, ich schließe mich gleich an. Für mich ist auch das Thema Männlichkeits- und Weiblichkeitsbilder, Inszenierungen und vor allem so im Zusammenhang mit Partnerschaft und Beziehung spannend, weil das auch in meiner Arbeit Schwerpunkt ist. Okay. Möchte jemand Morgen. noch? Ja, hallo, guten Morgen. Mich würde da sehr interessieren, Rollenbilder in der Familie, also in der Kernfamilie, wenn es da Töchter und Söhne gibt, wie dann also das Ganze aufgeteilt wird oder ja, also wie das in der Familie, ja, wie das für mich besser verständlich ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine wichtige Frage für mich. Danke. Ich habe auch eine Frage, Tina. Ich habe mitbekommen, dass du, glaub, an der Studie dich beteiligt hast, Radikalisierung, Abwertung von muslimischen Jugendlichen in Jugendzentren in Wien und Vorarlberg. Gab es da jetzt noch Folgeergebnisse? Gab es da eine weitere Forschung? Wie ist da der Stand bei dir? Okay. Danke.
Gut, dann würde ich erstmal sagen. Jeder. Entschuldigung. Hört sie mich? Ja. Ah, okay. Ich hätte auch bitte gerne eine Frage bzw. eine Idee, und zwar so die Stellung von, oder ob es unterschiedliche Stellungen gibt bezüglich Söhnen und Töchtern im Familiensystem. Mhm. Ob die irgendwie anders gewichtet sind. Mhm. Gut. Gut, das passt. Mhm. Dich höre ich nicht. Ja, ja, jetzt geht's. Jetzt habe ich dich. Ansonsten im Chat gibt es noch einiges. Okay. Also, und zwar zum Beispiel als Sozialarbeiterin Umgang mit Beschimpfungen der Familie, Mutter. Mhm. Unter den Jugendlichen findet täglich ständig in der Schule statt und ist ständig ein großes Thema. Mhm. Dann, wie und wo können wir die Jugendlichen wirklich abholen und erreichen? Eine Frage. Mhm. Eine andere Frage ist noch, wie geht die Jugend damit um, wenn Eltern Hochzeiten arrangieren wollen, mhm. auch wenn es offiziell jetzt nicht erlaubt ist? Also nur für alle. Arrangierte Ehen sind erlaubt. Und in den meisten Fällen findet das auch statt. Heute zur Zeit ist es nicht nur nur ein Halbsatz, ist es eher das Internet und die ganzen Datingseiten sind arrangierte Beziehungen. Okay. Mhm. Okay, entschuldige, lies mal weiter. Kein Problem. Umgang von Geschwistern untereinander, Brüder und Schwestern. Ja. Yeah. Und noch ein Statement, Empowerment von Mädchen, die nach Herkunftskultur und österreichischer Kultur leben. Okay, das war's schon? Gut. Da kommt vermutlich vielleicht das eine oder andere noch, oder ist da noch was? Ja, ich schaue jetzt nur ganz kurz. Manche sind ja selbst gefragt worden, gell? Also selbst gesagt worden dann. Mhm. Aber ja, Umgang mit Sexualität haben wir schon gesagt. Mhm. Weiblichkeits- und Männlichkeitsbilderwerte im Zusammenhang mit Beziehung und Partnerschaft. Mhm. Rollenbilder in der Kernfamilie, Töchter und Söhne. Mhm. Ich verstehe. Genau. Und die Susanna schreibt noch Integration als Wort. Mhm. Gut. Okay, aber ich glaube, das ist als Einblick. Gewalt und die Bedeutung von Gewalt und die Definition von Gewalt. Mhm. Gut. Und noch eine Frage oder ein Statement von der Maria. Wie viel Einfluss hat die türkische Regierung wirklich auf unsere integrierten Jugendlichen? Okay, auch ein wichtiger Punkt. Ja. Gut, ist das in Ordnung? Wir schließen das mal erstmal ab. Oder ich merke, du hast noch ein Zeichen, da kommt noch eine Frage. Du schüttelst mit dem Kopf, sag mal. Genau, es sind noch zwei dazugekommen. Okay. Mich würde auch das Thema Vorurteile bezüglich anderer Nationalitäten interessieren, da ich oft mitbekomme, dass Jugendliche zum Beispiel aus der Türkei von ihren Eltern gesagt bekommen, dass sie beispielsweise mit Menschen aus dem Kosovo keinen Umgang pflegen sollten. Mhm. Und noch ein Statement wäre extreme Anschauungen in puncto Religion, Vergleich Mohammed-Karikatur. Ich verstehe. Genau. Gut. Ich werde versuchen, auf viele, ich werde nicht auf alle, aber auf viele Punkte mit einzugehen. Und vielleicht noch auch einen Vorschlag von meiner Seite. Ich mache das gerne eher in einem Seminarstil. Das heißt, nicht, dass ihr jetzt eine Stunde erstmal zuhört und dann Fragen stellen könnt, sondern ich werde euch, damit ich auch ein bisschen das Gefühl habe, dass ihr nicht eingeschlafen seid, auch zwischendurch mal Fragen stellen, ja? Damit ich dann auch heraushören kann, dass ihr da seid. Und wenn euch etwas wirklich dringend an den Fingernageln brennt, wo ihr sagt, das möchte ich wissen und das habe ich nicht verstanden, dann könnt ihr auch zwischendurch durchaus mal eine Frage stellen. Solange das nicht überhand nimmt, ist das völlig in Ordnung. Also ich mache das gerne, ich liebe das Responsive dabei ein Stück weit. Eine Frage, hört ihr mich gut? Oder das geht, ja? Die Akustik ist gut, sehr gut. So. Ich würde jetzt so langsam mit ein paar wichtigen Punkten so als im Einstieg hineingehen. Auf viele Punkte kann ich auch sozusagen im Rahmen des Vortrags auch ohne weiteres Bezug nehmen.
Also wenn wir erstmal über die Lebenswelten und Werte sprechen von muslimischen Jugendlichen, wird auch die Frage sein, warum denn überhaupt die muslimischen? Also warum reden wir nicht von christlichen Jugendlichen? Warum reden wir von muslimischen Jugendlichen? Habe ich das eigentlich richtig im Auge, dass der größte Teil von euch in der Jugendarbeit ist? Erstmal doch noch eine kurze Frage. Habe ich jetzt den Eindruck nur richtig für mich zur Einordnung, dass der größte Teil aus der Jugendarbeit kommt? Die jetzt dabei sind? Okay, ja. Sehr gut. Okay, das verstehe ich dann. Sehr gut. Nein, mich würde wirklich noch eine kurze Frage, um da euch auch ein bisschen direkt zu fordern. Also das heißt, bei mir ist Zuhören eine aktive Angelegenheit. Warum reden wir eigentlich von muslimischen Jugendlichen und nicht von christlichen Jugendlichen zum Beispiel? Warum ist das sozusagen für euch, also ist das mittlerweile ohne, wir nehmen das so selbstverständlich auf, dass wir von muslimischen Jugendlichen reden oder von den Muslimen reden. Warum reden wir von nicht von den Christen und den christlichen Jugendlichen? Also ich sage euch mal nur was, wenn ich aus Deutschland, ich komme aus Deutschland und wenn ich jetzt ethnologisch interessiert wäre und sagen würde, ich lebe jetzt länger hier, aber als ich sozusagen zum ersten Mal nach Österreich gekommen bin oder einen Vortrag hatte, habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht. Was sind denn die Österreicher? Was machen sie denn so komische Sachen? Und was mir da aufgefallen ist, zu sagen, okay, sie haben, ist es eben bergisch, ländlich, idyllisch, das ist das Einzige, Habsburger Monarchie, okay, die sozusagen ist noch sehr, sehr katholisch, das Land, und im Vergleich zu Deutschland seid ihr deutlich religiöser, im Vergleich zu Deutschland. Also würde ich sozusagen, um euch sozusagen mit Respekt und auch sozusagen mit nötiger Umsicht anzugehen, würde ich euch gerne mit als liebe christliche Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter ansprechen. So, könnt ihr damit gut leben? Eva, du bist da. Ich höre nur sozusagen, entweder bist du im Raumschiff oder es höre nur ein Piepen bei dir. Entschuldigung. Ja, kein Problem. Das wäre meine Eingangsfrage an euch. Also warum muslimische Jugendliche und nicht warum christlich? Warum reden wir nicht über christliche Jugendliche? Eva möchte buddhistisch genannt werden. Oder gerne buddhistisch, aber gut. Aber das sind sozusagen, man sagt in der Soziologie, das sind sozusagen Ausnahmefälle, sondern wir reden eher von dem dominanten Muster. Hat dazu jemand eine Antwort? Also, hört man mich? Hallo? Ja, Markus. Ja. Ich denke mal, es hat vielleicht auch was damit zu tun, wie eben als muslimisch wahrgenommene Jugendliche in den Medien vorkommen, wie sie sozusagen in diesem Diskurs drinnen sind. Und wenn ich vielleicht noch ein kurzes Statement abgeben darf, es gibt ja nicht die muslimische Jugendliche, sondern es sind ja sehr unterschiedliche Milieus. Ich glaube, da haben auch Sie dazu Studien gemacht. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, die Konflikte in Wien, da waren das irgendwie kurdische Jugendliche, die eher links politisch sozialisiert sind, wo vielleicht die Eltern auch Muslime sind. Und dann haben wir Jugendliche, die sich den grauen Wölfen nahe fühlen oder für die Religion gar keine Rolle spielt, die säkularisiert sind, so wie die meisten katholischen Jugendlichen unter Anführungszeichen in Österreich. Das heißt, ich glaube, man kann nicht von den muslimischen Jugendlichen reden, sondern man muss sich diese unterschiedlichen Milieus und den Grad der Religiosität und der Säkularisierung anschauen. Aber genau diese Differenzierung wird halt in den Medien, vor allem in den populären Medien wie Kronenzeitung und so weiter, nicht gemacht. Und ich glaube, diese Differenzierung ist in der sozialen Arbeit und in der Jugendarbeit sehr wichtig, dass man die nicht vergisst, dass es nicht die muslimischen Jugendlichen gibt. Okay. Genau. Gut. Danke für den Einstieg. Du hast mir schon einige grundlegende Unterscheidungen mit reingebracht. Also deswegen steht hier auch nicht die Lebenswelt der muslimischen Jugendlichen, sondern die Lebenswelten in Plural und dann auch Jugendlicher. Das heißt, wir werden dann in Pluralität darüber sprechen. Ich habe diese Frage im Auge. Ich werde nämlich darauf zurückkommen. Also was ich jetzt von dir gehört habe, war ja eher der Punkt zu sagen, das hat sehr, sehr stark mit der medialen Etikettierung zu tun. Und spannend ist aber die Frage vorher zu sagen, ist das sozusagen also das wäre dann eine Konstruktion seitens der Medien. Stimmt das so? Das wäre auch noch eine spannende Frage. Gibt es, also warum haben die Medien das Wort muslimisch dann nach vorne genommen? Ist das nur Zufall oder gibt es auch bestimmte Hintergründe, die dort eine Rolle spielen, warum welcher Begriff stärker genutzt wird? Ich wollte nur sagen, für euch ist es ganz sicher befremdlich, wenn ich von
christlichen Jugendarbeitern sprechen würde. Also zum Beispiel, oder liebe Christinnen und Christen, das mache ich manchmal sehr oft, aber wir reden sehr gerne über Muslime und liebe Muslime und Musliminnen. Das hat eine höhere Selbstverständlichkeit mittlerweile in der Adressierung, während es sozusagen, wenn ich sage Christen und Christinnen, ist das in den meisten Fällen, und ich kann es auch mal mit euch machen, wenn ihr mal wollt, wenn ich euch eine Stunde lang mit Christinnen und Christinnen anspreche, vergeht euch doch irgendwann noch der Humor dazu. Weil ihr sagt, du, das bin ich doch nicht, was ist das denn, was machst du denn da? Und das macht was mit euch. Das macht übrigens was mit euch, dieses Labeling. Und die Frage ist aber, warum wir das einfach so machen und was es auswirkt. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Es ist aber, ich glaube, dass der Ansatz zu sagen, dass es nur durch dieses Labeling seitens der Medien kommt, ist zu wenig, sondern es ist immer spannend, auch die Frage zu stellen, warum nehmen auch Medien oder die Politik bestimmte Labels viel stärker und warum andere nicht? Auch das ist eine spannende Frage. Aber ich komme auch dazu, versuche im Vortrag auch mit da sozusagen einzugehen. Über das Thema Lebenswelten werde ich nicht viel sprechen, sondern ich werde heute über Milieu sprechen. Lebenswelten haben wir genommen, weil wir auch bestimmte Facetten noch damit rein beleuchten werden. Es gibt da unterschiedlichste Zugänge, wie man sich Lebenswelten anschauen kann. Ich werde auch verschiedene Studien mit aufführen, und zwar unter anderem auch, die wir durchgeführt haben zu diesem Thema. Vielleicht mal aber zu einem grundsätzlichen Bild, warum wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Ich versuche euch erstmal von der Seite her auszublenden, ob ich das schaffe, ganz kurz, weil ich euch das eine Sekunde bitte. Okay, ich kann euch nicht ausblenden, deswegen sehe ich nur zum Teil die Grafik. So, gut, fangen wir mal an. Das Erste ist, dass wir grundsätzlich mal, wenn wir auf die europäische Karte anschauen und merken zu sagen, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit dem Thema Islam so stärker? Das eine sind die globalen Verwerfungen gewesen seit dem 11. September, das, was im Nahen Osten passiert, die ganzen Konflikte, Gewalt und so weiter und so fort. Das ist die eine Facette. Die andere Facette ist natürlich, dass wir auch in Europa, gerade aufgrund der Zuwanderung ab den 60er Jahren, es gab so vereinzelt auch Zuwanderung vorher, aber die sind sozusagen zahlenmäßig sehr begrenzt, aber durch die sozusagen der Migration ab den 60er Jahren wir in Europa eine zunehmende Etablierung der Muslime haben. Das heißt, wenn ihr euch zum Beispiel waren es 2016 5% der Gesamtbevölkerung, die einen muslimischen Background haben, und es gibt Szenarien vom Pew Research, das was jetzt vorliegt, zu sagen, die dann bei 2050 werden das 7,4 sein. Das ist so ein mittleres Szenario. Und wenn ihr euch die Länder anschaut, wo die starke, also der Anteil der Muslime und Musliminnen höher ist, dann merkt ihr, das ist so eher ein bisschen sehr stark kontinental, also Mittel- und Nordeuropa also zum einen, aber stärksten, dann zum Teil auch noch mit Rumänien, was wir da noch haben. Österreich liegt mit knapp 7%, auch zu den Ländern, wo es einen höheren Anteil von Muslimen gibt. Deswegen ist die Frage rein demografisch relevant zu sagen, wie sieht der Etablierungsprozess der Muslime aus, gerade wenn er nicht reibungslos funktioniert. Also das eine ist die demografische Dimension, dass man sagt, es hat eine demografische Evidenz, das ist also keine Chimäre, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und man kann auch sagen, dass wirklich in allen Gesellschaften Fragen von Inkooperation von Minderheiten immer ein Thema wurden. Das geht meistens sozusagen, wenn es größere sind. Und bei den Muslimen kommen bestimmte Aspekte mit hinzu und darüber sprechen wir doch gleich. Das hat zur Auswirkung, dass wenn wir sagen, wenn wir die Zuwanderung der Muslime in Europa uns anschauen, können wir eins mal feststellen, das ist erstmal dieser Makroblick und danach werde ich immer mehr ins Konkrete hineingehen, dass wir merken, dass diese Zuwanderung und Etablierung eigentlich völlig sozusagen mit konträren Ausgangslagen zu tun hat. Nämlich, wir haben auf der einen Seite in den westeuropäischen Aufnahmegesellschaften eine massive Abnahme der Religiosität in allen Bereichen. Also viele Kirchen sind heute museale Orte, stehen eher leer oder werden eher von sehr Älteren mit besucht. Im Land ist es noch ein bisschen besser, aber es ist auch dann nicht wirklich atemberaubend. Die Religion hat in der Politik eigentlich seit langem immer an Bedeutung verloren.
Interessanterweise ist das heute aufgrund sozusagen der Diskussion über Muslime, einige sozusagen auch das Thema politischer Islam, wie sie das benennen wollen, eine Reaktion ist, dass man sagt, wir müssen eine Rückbesinnung haben auf unsere eigenen kulturellen und religiösen Werte. Und auf einmal entdeckt man das jüdisch-christliche Abendland. Das heißt, wir haben eigentlich sozusagen de facto ein reaktives Christentum, das sozusagen politisch aufgeladen ist. Das ist interessant, das ist eine neue Entwicklung, die wir dort haben. Aber interessant ist eher die Diskrepanz, also die Gegenläufigkeit. Wir haben westeuropäische Aufnahmegesellschaften, wo die Religiosität stark abnimmt. Und wir haben aber eine Zuwanderung von Muslimen oder Menschen aus muslimischen, primär muslimisch geprägten Ländern, die bestimmte gegenläufige Merkmale aufweisen. Was ist das denn? Sie haben da eine deutlich höhere Religiosität. Ich komme gleich dazu, ich habe auch Zahlen dazu. Natürlich muss man erkennen, dass diese höhere Religiosität auch sozusagen in einer Gesellschaft, in einer säkularisierten Gesellschaft auch zu Spannungen bringt. Also all diese Fragen, Kopftuch in den Schulen, Gebeten, Gebetsmöglichkeiten. Ihr kennt das auch in den Jugendeinrichtungen, wenn Jugendliche sagen, ich möchte im Jugendzentrum auch beten. Wie geht ihr mit solchen religiösen Bedürfnissen um? Und es ist auch irritierend für eine Gesellschaft, die sagt, Religion ist für uns sozusagen sowas wie Hintergrundkolorit, hat eigentlich für die Lebensführung sehr wenig an Bedeutung, außer so bei Zeremonien wie Weihnachten, Taufe von mir aus. Und bei anderen auf einmal die Religiosität eine höhere Rolle spielt in der Alltagspraxis, aber auch zum Beispiel in der Bewertung von Themen. Also wenn wir über Evolutionstheorien reden, was ist jemandem wichtig? Das heißt, es gibt eine Irritation mindestens, die dadurch entsteht, aufgrund dieser höheren Religiosität. Das kann man nur durch Säkularisierung und starke Religiosität erstmal diese Spreizung sehen. Dann gibt es das Phänomen natürlich der Pluralisierung. Der Kollege hat das eben gesagt. Was wir merken ist, dass die muslimische Bevölkerung insgesamt sich insbesondere in den letzten 25 Jahren massiv pluralisiert hat. Also die erste Gastarbeitergeneration, die hier hinkam, die war vergleichsweise sehr homogener in ihrer Sozialstruktur. Das waren meistens Menschen sozusagen mit einer geringeren Bildung, die hier waren, sehr traditionell geprägt, wenig in städtischen Räumen gewesen und haben versucht, in diesen europäischen Aufnahmegesellschaften Fuß zu fassen. Sie waren vergleichsweise homogener. Das ist jetzt über die zweite und dritte Generation hat sich das massiv pluralisiert. Das heißt, wir haben eine Pluralisierung gerade der jungen Muslime sehr stark. Ein weiterer Aspekt ist, dass sie sichtbarer geworden sind. Das heißt, wir unterschätzen meistens in den Debatten die Wichtigkeit der Visibilität. Und eines der sichtbarsten Markenzeichen ist das Kopftuch geworden. Deswegen auch der Kampf um das Kopftuch. Das Kopftuch hat eine Renaissance in der islamisch-arabischen Welt. Seit ungefähr 25 bis 30 Jahren. Das ist also auch nicht zufällig unsere Debatten, die wir hier führen, wenn wir sagen, wir sozusagen Kopftuch in der Schule oder hier oder wozu steht das Kopftuch? Wir müssen erkennen zum Beispiel, dass das Kopftuch für jede einzelne Person zwar individuell getragen wird, aus verschiedensten Motivationen heraus, dass da Zwang, Freiheit, Selbstverwirklichung oder Selbstmarkierung eine Rolle spielt. Zugleich aber auch, dass es sozusagen diese Welle sozusagen, dass sich Mädchen auf einmal mehr und mehr, insbesondere in der islamisch-arabischen Welt, wieder verschleiern, ist nicht zufällig. Das hat mit den Strömungen in diesen Ländern zu tun. Gerade dass islamistische Organisationen, sei es von den Muslimbrüdern, aber auch alle anderen, alle islamischen Organisationen zielen in erster Linie erstmal auf die Verschleierung der Frauen ab. Und je stärker sie als dominante Kraft werden, desto mehr bekommt das so eine gesellschaftliche Dynamik. Deswegen auch die Sichtbarkeit. Interessant ist, dass die Religion in der zweiten und dritten Generation eher abnimmt. Das wird übersehen. Zwar geringer, aber sie nimmt ab. Das ist ein bisschen irritierend. Das heißt, wir haben eine insgesamt höhere Religiosität, die leicht abnimmt. Übrigens ist es interessant für alle, für euch, selbst in der Türkei, wo seit 18 Jahren eine islamistisch-nationalistische Regierung an der Macht ist und wo eines der erklärten Ziele war, dass sie eine islamische junge Generation aufbauen wollen, hat sich gezeigt, jetzt zeigen das in den letzten Studien, dass die Islamisierung in der Türkei zwar in der Politik, im Schulsystem massiv zugenommen hat, das heißt, es gibt diese Imam-Hatip-Schulen, das sind diese Imam-Schulen in der Türkei,
die sind sozusagen eigentlich als mittlerweile gleichgestellt wie normale Mittelschulen schon. Man hat die Curricula sehr, sehr stark, ist sozusagen islamistisch umgedeutet, auch osmanisch umgedeutet. Es gab einen riesen Aufwand an Moscheebauten in der Türkei. Da merkt man diese islamistische Agenda und natürlich auch dieses Thema, die neue konservative religiöse Imprägnierung der Gesellschaft. Wisst ihr, was das Ergebnis dessen ist? Die Religiosität in der Türkei bei der jungen Bevölkerung hat leicht abgenommen. Auch in der Türkei. Das ist natürlich sozusagen eigentlich in der Hinsicht, würde ich sagen, eines der zentralen Scheiterpunkte dieser islamistischen Regierung. Das heißt, strukturell, politisch hat das massiv zugenommen, aber sozusagen auf der Wirkungsebene nicht. Das hat sehr, sehr stark natürlich mit der Soziologie und auch zum Beispiel der türkischen Gesellschaft zu tun. Die Türkei ist ein sehr junges Land und vor allem unterschätzt man die Dimension der Verstädterung und auch der Bildung in der Türkei, dass da Leute, die sie gebildet sind, dass sie sich eigentlich mit diesen vielen Vorstellungen und sie sehen ja, die schauen sich auch Internet, sie sind in den sozialen Medien, sie beobachten, was auf der Welt ist und dass sozusagen diese lineare Übertragung der politischen Agenda nicht stattfindet. Interessant ist zum Beispiel, dass in der Türkei der Nationalismus hoch ist, auch die Religiosität ist hoch, aber sie nimmt nicht zu. Das ist sozusagen das Interessante, was wir feststellen können. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, nämlich was hinter der Religiosität steckt? Welches Bedürfnis steckt hinter der Religiosität? Wir haben in einer Studie, die wir eben in den Jugendeinrichtungen der Stadt Wien durchgeführt haben, das war 2015, 16, gerade wo diese dschihadistische Radikalisierung so stark war, auch in der Steiermark viele dann in den Dschihad gezogen sind, haben wir eine Studie durchgeführt, eine quantitative und eine qualitative in den Jugendeinrichtungen, das heißt auch so bei euch den Jugendlichen, und haben dann auch gefragt, also wenn sie dann gesagt haben, ja, ich bin Muslim, dann hat uns das interessiert, sagen so, wofür steht das für dich? Was bedeutet das für dich? Und wenn wir sie gefragt haben, war interessanterweise, dass da weniger spirituelle Aspekte eine Rolle gespielt haben, wie zum Beispiel, es geht mir um Sinnfragen, es geht mir darum, wenn ich mich eben, ich habe dann eine spezifische Verbindung zu Gott, wenn ich bete, oder es gibt mir einen Halt im Leben. Also weniger diese spirituellen Dimensionen, als vielmehr, und das war interessant, als sozusagen die Definition einer Wir-Gruppe. Das heißt, man hat das viel stärker als Abgrenzungsmarker genommen. Also wir Muslime als In-Group und dann Out-Group sozusagen sind also sozusagen was anderes. Das ist sozusagen deswegen Religion als identitärer Abgrenzungsmarker. Das heißt, eher eine viel stärkere Sozialdimension und weniger eine spirituelle Dimension spielt dort eine Rolle. Und somit auch eine sozusagen wir, also entweder sind die Entrechteten oder wir, die Muslime. Und das ist de facto sowas wie eine Form von symbolischer Gruppenbildung, die dort da drin spielt, dass man sozusagen dann sich als wir Muslime, als sozusagen als eigene Körperentität dann wahrnimmt. Das geht natürlich sehr, sehr stark auch mit einer Selbstaufwertung einher. Also wir Muslime, die letzte Religion, wir Muslime und dann hier werden diskriminiert. Das heißt, es gibt sowohl einerseits ein muslimisches Stolz und zugleich auch hier wir Muslime als Opfer-Narrativ da drinnen, was wir da sehen. Das hat auch Muhammad Kochide damals, ein islamischer Religions-, also ein Theologe, der jetzt in Deutschland eine Professur hat, immer wieder auch in den Medien schreibt, der hatte einen interessanten Begriff geprägt, nämlich den Begriff der Schalenmuslime. Könnt ihr mit dem Begriff Schalenmuslime was anfangen? Sagt euch das was? Die Idee der Schalenmuslime ist zu sagen, eben ist es, dass die Religiosität ist weniger Inhalt und Substanz als vielmehr eine Schale, die eher nach innen und außen abgrenzt. Also Schale, eine feste Schale nach außen, das sind wir nicht. Und nach innen, das sind wir. Aber in so das Inneren, religiös, spirituell, ist es wenig aufgeladen. Das heißt, innen ist es auch leer. Das ist die Idee der Schale. Und das ist sehr, sehr interessant. Und diese soziale Dimension, diese gruppenbezogene, dieses Entwickeln dieser Wir-Gruppe spielt eine sehr starke Rolle. Interessanterweise würde ich sagen, als ich eben gesagt habe, es gibt eine Reaktion
dass zum Beispiel als jetzt der als Strache dann dieses Kreuz in der hatte und sozusagen das Christentum auch sozusagen nach vorne gestellt hatte. Das war interessant, nämlich da hat sich da fast in der Gegenreaktion, das hat schon Strache selber gesagt in einer Diskussion, dass ich meinte, weil er damals meinte, ja, politischer Islam, das ist jetzt auch 3-4 Jahre her. Und ich hatte ihm dann gesagt, wissen Sie, das ist politischer Islam, aber das, was Sie tun, ist eigentlich politisches Christentum, nichts anderes. Und zwar dachte dergleichen, da war er überrascht und dann meinte ich, ja, das ist genau das Gleiche. Das ist bei denen eine Schale, das heißt, man ist eine Reaktion und sie machen ja, sie sind die FPÖ ist ja nicht religiös. Aber als Reaktion gegenüber den Muslimen wird auch dort eine Schale, eine politische Schale geschaffen, im Sinne von, wir sind was anderes und wir müssen denen was entgegenhalten. Das heißt, auf sozusagen die Schalen Muslime kommt dieses Schalen-Christentum und das ist mehr politisch und sozial aufgeladen als irgendwie spirituell. Das ist so eine gegenseitige Reaktion, die man sich dort anschauen kann. Gut, das ist sozusagen mir wichtig gewesen. Ich habe da versucht, auf einige Punkte einzugehen. Und für mich als Soziologen, der auch bewusst manchmal versucht, Sachen aus einer größeren Distanz zu beobachten, würde ich sagen, in einer Gesellschaft, wo einerseits demografisch es doch diesen Wandel gibt, gerade im städtischen Bereich, also die Zuwanderung gerade in der Steiermark, in Graz wäre das natürlich Wien, da findet doch eine massive auch demografische Veränderung statt. Also in Wien haben wir den Anteil von Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, je nachdem 44%. Das ist dann, da ändert sich was in einer Gesellschaft. Und das andere ist, wenn da auch so diskrepante Weltbilder dahinter zum Teil stehen, dann kann man sagen, ja, wenn sich eine Gesellschaft deswegen nicht streitet, wenn eine Gesellschaft deswegen nicht irritiert ist und Konflikte nicht aufkommen, dann würde ich die Soziologie nicht verstehen. Also in allen Gesellschaften mit so einer starken Veränderung, auch mit unterschiedlichen Positionierungen und Wertigkeiten, spielt sozusagen, sind Konflikte vorprogrammiert. Das heißt, deswegen sind diese Diskussionen für mich, auch wo ich sage, die zum Teil nervig, störend sind, aber soziologisch sind sie zumindest, haben sie eine reale Basis, wo man darüber spricht. Die Frage ist natürlich, wie diese Konflikte irgendwann ausgehandelt werden. Also im Sinne von, führt es dazu längerfristig dazu bei, dass wir durch über diese Konflikte von Aneignung, von Diskursen, auch von Vorurteilen, dass wir uns sozusagen eine eingehegte Diskussions- und Konfliktkultur haben, wo wir uns auch ein Stück weit an durch diese Reibung auch lernen und weiterentwickeln, oder führt es eher zu Regressen in der Gesellschaft? Das ist die wichtige Frage. Also nicht die Konflikte, nicht die Spannungen, sondern führt es dann eher von der Dynamik eher zu Regressen in der Gesellschaft, dass sich eher Gruppen dann völlig stark zurückziehen und die Polarisierung massiv zunimmt. Deswegen ist dieser Weg noch offen. Ich würde auch sagen, das ist nicht entschieden. Aber davon wird es abhängen, wie wir längerfristig umgehen. Das heißt, nicht nur die Pluralität ist sozusagen das Thema, sondern unser Umgang mit diesen Pluralität samt ihrer Herausforderungen und auch Möglichkeiten steht im Raum. Gut, wir haben jetzt die ganze Zeit von der Religiosität gesprochen, von den Muslimen gesprochen, aber die Frage ist ja, oder vom Islam und den Muslimen gesprochen, aber die Frage ist ja, wie sieht denn die Religiosität von Muslimen aus? Und dort haben Aslan Kolb und Yildiz 2017 eine Studie gemacht, um ein bisschen diese muslimische Diversität zu zeigen. Methodisch, also ich würde sagen, das sind jetzt nicht unbedingt, da können Sie plus, minus 2-3% bei jedem Auf- und Abrechnen, also es ist sozusagen nicht vielleicht 100%ig exakt, aber es ist sozusagen in Größen zeigt es sozusagen eine Aufteilung. Nämlich, man hat bei den Muslimen hier gefragt, wie stark religiös sind sie? Und dort kommt sozusagen eine facettenreiche Aufteilung auf. Das heißt, wenn wir mit den Blauen anfangen, dem Dunkelblauen, das sind eher die liberalen, also Muslime, die eher liberal sind, individualistisch sind und eine sehr individuelle Religion, also wo die Religion kaum eine Rolle spielt. Man ist eher weltoffen, sieht, wenn schon ein bisschen, das als ein klein bisschen spirituelles Bedürfnis, also die damit nicht viel zu tun haben. Das sind 15%. Dann haben wir die moderaten Restreligiösen, man nennt sie also Bayram-Muslime, also es gibt diese Weihnachtschristen und es gibt dann diese Bayram-Muslime, Bayram heißt Feiertag eigentlich. Sie glauben an Gott und nehmen an diesen Festlichkeiten teil, aber ansonsten findet das bei ihnen keinen Niederschlag.
Also hier oben haben wir eine sehr stark säkulare, beides sind säkulare, aber das, hier spielt die Religion bei der ersten Gruppe kaum eine Rolle. Bei denen spielt sie ganz latent nur bei Feiertagen eine Rolle. Jetzt kommen wir zum grünen Bereich mit 27%, also knapp 30%. Das sind sozusagen die moderaten Kulturmuslime, wie sie genannt werden. Die sind schon, denen ist es so, Religion ist zu an bestimmten Anlässen wichtig. Insgesamt ist auch die Religion schon ein Teil von ihnen. Aber für die allgemeine, in der allgemeinen Lebensführung des Alltags spielt es keine wirklich große Rolle. Das ist sozusagen, das macht diese moderaten kulturreligiösen Menschen aus, 27%, fast 30. Und dann haben wir doch eine Gruppe von sehr stark religiös konservativen Menschen, die sich als sehr stark religiös sind, aber sich auch zu pragmatisch sehen zugleich. Zu sagen, ja, ich bin stark religiös, mir ist meine Religion wichtig. Sie beten sozusagen ihre täglichen Gebete. Aber zum Beispiel arrangieren sich dann, okay, wenn ich bei der Arbeit nicht beten kann, dann passt das. In der Freizeitgestaltung und so weiter und so fort achte ich darauf, man achtet darauf, dass man keinen Alkohol trinkt und dass man zwar, wenn es geht, nicht in Räumen ist, wo Menschen zwar Alkohol trinken. Und das ist schon eine stark religiöse Gruppe, aber diesen pragmatischen Zugang haben eben, das sind 30%. Das ist nicht wenig, was wir dort haben. Und hier oben haben wir mit knapp 15% diese sehr starke religiös bis fundamentalistische Gruppe. Dort merken wir auch in der Tat starke Segregationstendenzen im Sinne von auch die sich im Sinne Rückbeziehung auf ihre Kultur und die auch ein Problem haben mit unserer demokratischen Grundordnung zum Teil. Das sind die Fundamentalisten, die wir dort haben, mit 14%. Wenn Sie sich das anschauen in dieser Pluralität, dann haben Sie schon ein Gespür zu sagen, wie das aussieht. Und wenn Sie die 14 und die, also knapp 45% sind erstmal sehr stark religiös, mit einem 15-prozentigen Anteil von Menschen, die sich sogar als fundamentalistisch zu bezeichnen sind. Gibt es hierzu eine Frage? Ad hoc? Gut. Mich würde interessieren, ob es vergleichbare Zahlen zu Christinnen in Österreich gibt, also wie da das Verhältnis ist. Weil genau. Sonst steht das irgendwie so alleine da. Ja, okay, das ist gut. Dazu habe ich auch was. Nur sozusagen, das kommt jetzt. Nämlich auf deine Frage eingehend, wir haben eine Studie gemacht. Jetzt, nachdem wir diese Studie gemacht hatten zu den Radikalisierungstendenzen in Jugendeinrichtungen, haben wir so als Anschlussstudie, keine Folge, als Anschlussstudie 2019 eine Studie gemacht, wo wir junge Muslime befragt haben. Und zwar 700 an Bosnisch, Türkisch, Kurdisch, was hatten wir noch? Und dann Syrisch, Afghanisch und Tschetschenisch. Und wir haben sie verglichen mit den Österreicherinnen, also auch österreichischen Jugendlichen. Und das ist genau dein Punkt. Nämlich, wenn wir genau hinschauen, ich erkläre euch das mal, weil dann merkt ihr auch den großen Unterschied dazwischen. Wir haben hier auf der linken Seite, seht ihr den Pfeil eigentlich, wenn ich drauf gehe? Seht ihr den Pfeil? Das ist gut. Also hier, wir hatten die afghanischen Jugendlichen, syrischen, tschetschenischen, Kurden, Türken, Bosnier und ohne Migrationshintergrund, das sind autochthone Jugendliche. Also sozusagen österreichische Jugendliche. Das war 14 bis 24 war die Gruppe, die wir dann untersucht haben. Das ist unsere eigene Studie. Und was ihr sehen könnt, dieser Bereich, also die Grünen sind eher also andersrum, wir können es eher so machen, zu sagen, wir haben, das ist die Mitte, das sind die, der Teil ist hier, die eben gar nicht oder wenig religiös sind. Und der Teil ist diejenigen, die gesagt haben, ich bin ziemlich religiös. Ziemlich und sehr religiös. Und dort merkt ihr zum Beispiel nur von den Dimensionen, dass es bei den Afghanen, dass da eigentlich fast 75% sagen, dass sie religiös sind. Und sehr religiös sind. Sehr religiös. Ziemlich und sehr religiös. Und bei den Syrern,
und bei den Tschetschenen ist es mehr und minder das Gleiche. Also so um die 70% sagen, dass sie ziemlich oder sehr religiös sind. Das ist natürlich eine massive, sehr starke, hohe Religiosität bei diesen drei Gruppen. Dann kommen die, auch die in der bosnischen Bevölkerung ist es interessant, die auch dann sagen, ja, das ist dann bis zu 50%. Und dann kommen wir auch zu den Türkeistämmigen mit 45% der türkeistämmigen Kinder sagen, dass sie sehr und ziemlich religiös sind. Zwei Gruppen fallen dann ganz besonders auf. Erstens, hier die Kurden. Übrigens, das ist die erste Studie, wo wir mal gesagt haben, wir nehmen mal die Kurden als eigene Gruppe, weil sie meistens unter den Türkeistämmigen subsumiert werden oder bei den Syrern subsumiert werden. Dort merkt ihr, dass sie eigentlich unter den gesamten Gruppen, unter den Muslimen, die geringste Religiosität haben. Und interessanterweise, das ist jetzt der Vergleich, den du haben wolltest, wenn man sich anschaut, wie es die Jugendlichen, ohne, also österreichische Jugendliche gesagt haben, dann merkt ihr, hier sind das 22%. Also 22% zu knapp 50% bei den Türkeistämmigen und zum Vergleich zu, und die Afghanen, Syrer, Tschetschenen sind eigentlich um 5, sozusagen, liegt es bei 70, hier 20% und die Türkeistämmigen sind mehr als das Doppelte. Merkt ihr, deswegen ist die Frage, auch die erste Frage, die wir gestellt haben, warum reden wir von den Muslimen? Auf die Frage wieder zurückkommen? Weil es leider auch so, nicht leider, weil es gibt auch Gründe, warum ich leider sage, weil eigentlich bei der muslimischen Bevölkerung eine deutlich höhere Religiosität da ist und es wird auch als Selbstbezeichnung genommen und auch als Fremdbezeichnung und das verstärkt sich doch dadurch. Das heißt, das ist ein rekursiver Punkt. Das heißt, das Labeling würde bei den, also ich würde euch ganz sicher sagen, würde die Religiosität bei den Österreichern eine deutlich starke Rolle nehmen, wie bei den Tschetschenen oder Syrern oder Afghanen, dann würden wir auch viel stärker, viel lockerer mit Christen sprechen. Dann wäre es auch eine viel stärkere, wichtigere Identitätskategorie. Und das zeigt auch, dass die Identitätskategorie, der Religiosität bei den Österreichern kaum eine Rolle spielt, eher reaktiv, während sie bei den muslimischen, vor dem Hintergrund auch der Pluralität, eine deutlich, deutlich höhere Relevanz hat auch in der Identität. Kenan, eine Frage. Ja. Unterschied zwischen Mädchen, Burschen, Frauen, Männer, gibt es da auch bei der Religiosität irgendwelche Daten? Ja, die haben wir auch. Erstens, Mädchen sind etwas weniger religiös, was herauskam, aber etwas. Was aber interessant ist, Mädchen sind in ihren Ansichten liberaler. Also religiöse Mädchen sind, etwas liberaler. In vielen, da gibt es mehrere Studien, die das zeigen. Das heißt, sie verbinden auch mit der Religion weniger die Rigidität, wie manchmal wie männliche Jugendliche das machen. Aber ich komme zum Schluss nochmal dazu noch rein. Okay, jetzt gehen wir mal weiter, um sozusagen, jetzt kommt eine andere Dimension, die wichtig ist. Nämlich, wir haben jetzt über die Religion und die Religiosität gesprochen, aber Religiosität findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern wenn wir von Lebenswelt sprechen, ist es nicht nur die kulturellen Werte, sondern es gibt auch sowas wie einen soziodemografischen Background. Deswegen ist es wichtig, auch zwischen Schicht und Milieus zu unterscheiden. Und ich nehme Bezug auf die Sinus-Milieus, also für alle, die sich das nur sagen kann, das hat sich mittlerweile als eines der Studiendesigns gestellt, wie man Milieus darstellen kann. Milieus haben die Eigenschaft, dass sie sagen, wir schauen erstmal nicht nach ethnischen Gruppen, sondern wir schauen erstmal so nach Ähnlichkeiten in der Lebenslage, in dem sozioökonomischen Status, über die Konsumgewohnheiten, über die Lebensorientierung, ob sie eher einen konservativen oder einen liberalen haben, was sie konsumieren, was sie lesen, sind sie bildungsaffin, da kommen viele weitere Faktoren und dass man sagt, eigentlich sind sich Menschen in Milieus viel ähnlicher als zu unterschiedlichen ethnischen Gruppen. Das heißt, ein Student, der mit euch oder ein Jugendarbeiter, ihr seid ja auch ein Milieu, also jeder ist in seiner Bubble,
jetzt sage ich mal, die Jugendarbeiter, also sozusagen mit Mustern, wenn ihr Kollegen habt, die selber auch dann Jugendarbeiter sind, die afghanisch oder syrisch oder dies oder jenes sind, dann haben sie mit euch aufgrund ihrer Arbeit, der Sozialisation, wie sie da arbeiten, mehr Ähnlichkeiten manchmal als mit Teilgruppen von ihnen selber, von Afghanen, Türken, Kurden, Syrern. So, das ist das Wichtige. Entscheidend ist das Wort der Lebensperspektive, das ist für mich wichtig. Was wir nämlich merken ist, und das sagt uns eher die Kriminalität, also die Kriminologie, es ist interessant, dass Menschen, in der Kriminologie hat man herausgefunden, dass zum Beispiel nicht die reale Deprivation entscheidend ist, wann jemand zum Beispiel, ob jemand krimineller wird, das heißt, wenn ich sozusagen in einer sozial prekären Lage lebe, sondern, und das ist interessant, eher die damit verbundene Lebensperspektive noch entscheidender ist. Also für euch nur als, wenn ich jemand hier bin, jetzt als Flüchtling gekommen bin und mir es sehr, sehr schlecht geht, aber ich von mir die Perspektive habe, sagen, hey, ich kriege die über den Deutschkurs, werde ich machen, ich werde eine Ausbildung machen und dann schaffe ich es, dann ist diese erhoffte Lebensperspektive eine andere, sie macht mich resilienter, weil ich das Gefühl habe, mein Status, wo ich bin, ist nur temporär und von dort geht es eher aufwärts. Es ist eine ganz andere Lebenserwartung, als wie wenn ich das Gefühl habe, ich bin auch also in der gleichen sozial prekären Lage, aber ich bleibe hier drin, ich komme nicht mehr heraus. Das ist für sozusagen auch für, das ist eine ganz wichtige politische Kategorie übrigens. Zum Beispiel beobachten wir zum Beispiel, dass wir marginalisierte Migranten, also unterschichtete Migrantengruppen haben, die aber sagen, da fange ich erst an. Also von hier geht's los. Zum Beispiel bei Syrern und Afghanen merken wir, die sagen, von hier geht's los, von hier kann es nur besser werden für uns, wenn ich mich bemühe und wenn ich das irgendwie schaffe. Und wir haben das interessante Phänomen, dass es zum Beispiel Mittelschichten gibt oder sozusagen untere Mittelschichten gibt von Einheimischen, Österreichern und Österreicherinnen, die eher, obwohl sie sogar besser positioniert sind, aber das Gefühl haben, es geht eigentlich nur bergab mit ihnen. Sie werden das, was sie haben, nicht mehr halten können. Und das führt dazu, dass sie in ihren Zukunftserwartungen, Perspektiven eher frustrierter sind, weniger Erwartungen haben und während die anderen, die eher in der Unterschicht sind, bessere Zukunftsbilder, zumindest Hoffnungen haben. Ob sie die auch dann realisieren, ist eine andere Frage. Aber vergisst bitte nicht, das ist der große Fehler, dass man nur, wenn man nur die soziale Lage vergleicht, übersieht man die Perspektiven. Und wir haben Menschen in ähnlicher sozialer Lage, aber mit völlig unterschiedlichen Lebensperspektiven. Und das wird sehr stark übersehen dabei. Deswegen nicht die realen, sondern die vorgestellten Perspektiven sind wichtig. So. Jetzt komme ich auf eine Folie, die ich euch ein bisschen erklären werde, aber die ich für wesentlich und wichtig erachte. Das sind diese Sinusmilieus, über die ich gesprochen habe. Und die Sinusmilieus sind zweimal gemacht, das hat man in Deutschland gemacht. Die haben wir, übrigens gibt es noch Sinusmilieus für Österreich, aber es gibt hier Migranten, also es ist in Deutschland, wurden 2011 und jetzt 2018 versucht, die Migrantenmilieus zu erheben, zu sagen, wo, in welchen Milieus leben die Migranten. Und das Interessante ist, ich fange mal an, das, was wir, das sozusagen auch, wie werden Milieus definiert, dort merkt ihr, gibt es zwei zentrale Kategorien. Das eine ist diese soziale Lage, das heißt Bildung, Einkommen, gesellschaftlicher Status, was wir da drin haben. Bildung, die investierte Bildung in die Arbeit ist zum Beispiel sehr wichtig. Also zum Beispiel Jugendarbeiter verdienen nicht viel. Oder habt ihr Millionäre unter euch? Ich kenne wenige. Aber das ist allein, dass man eine akademische Ausbildung dafür haben muss, zumindest das getan haben muss, führt zu einer Aufwertung. Das heißt, es ist nicht unbedingt das Einkommen entscheidend, sondern auch das Prestige liegt, wie viel Bildung in sozusagen in der Arbeit ist. Das heißt, es ist eine Mischung aus Einkommen, Bildung und sozusagen Bildungsprestige in der Arbeit. Dort haben wir drei. Also es gibt dann die mit einer hohen sozialen Lage, mittel und niedrig. Und das gibt es immer schon. Das Spannende ist, dass sie es verbunden haben mit Grundorientierungen. Das seht ihr unten. Und ich werde jetzt nicht im Detail hineingehen, das könnt ihr euch nochmal genauer anschauen, weil das alleine zu erklären würde ein ganzes Seminar in Anspruch nehmen. Was ich euch nur mitgeben möchte, ist,
So, man hat sozusagen gesagt, an was orientieren sich die Leute? Also was konsumieren sie? Welche Wertevorstellungen haben sie? Wie gebildet sind sie? Wie stark verbringen sie ihren Alltag? Und so weiter und so fort. Und wenn man deren Orientierung anschaut, wo ist das hier? Dann merkt man hier, es gibt sozusagen so traditionelle Vorstellungen, Lebensformen. Es gibt modernisiertere Formen und es gibt dann sozusagen postmoderne Formen schon, ja, über die man sprechen kann. Also das ist von der Lebensstilforschung her. Interessant ist, ich wollte ja schon sagen, das haben die gemacht in Deutschland. Lasst mal die Zahlen, also die prozentualen Anteile weg, weil die seht euch nur die Bubbles an, ohne diese Anteile. Das haben die in Deutschland gemacht, wo sie alle Migrantengruppen zusammengenommen haben, aber auch somit auch die sozusagen Russlanddeutschen und so weiter und so fort. Das heißt eigentlich, und das war meine Kritik, zu sagen, ihr habt da eigentlich Äpfel mit Birnen verglichen. Und was sie dann gemacht haben, ist, dass eine Sonderauswertung, die ich hier vorliegen habe, die haben dann gesagt, okay, das wäre die Größenordnung, die dieser Bubble sieht, das sind sozusagen die Anteile von allen Migranten in Deutschland. Interessant ist aber, wenn man sich die Türkei-Stämmigen zum Beispiel anschaut, da drinnen, dort merkt ihr, also, dass fast, und das deckt sich mit ein bisschen mit unseren Zahlen, nur ein bisschen stärker für Deutschland, dass knapp 50% der Türkei-Stämmigen so eher zu einem religiös verwurzelten Milieu gehören. Und da gibt es natürlich ein Spektrum. Das ist deswegen, finde ich, also habe ich habe auch mit den Sinus-Milieus gesprochen, wo ich gesagt habe, das müsste ich noch stärker pluralisieren. Also zum Beispiel diese einen fundamentalistischen, die wir in Österreich hatten, und dann die stark religiösen würden darunter fallen. Und vermutlich ein Teil, der auch stärker religiösen, aber nicht fundamentalistischen Gruppen und so weiter, die fallen hier. Also 50% der Türkei-Stämmigen, 47% fallen in sehr traditionelle Formen. Und das Rote ist, dass sie sagen, sie sind überrepräsentiert in dieser Gruppe. Interessant ist, sie sind wo noch überpräsentiert? Hier beim hedonistischen subkulturellen Milieu. Das sind übrigens eure Jugendlichen zu einem großen Teil in den Jugendeinrichtungen. Und ihr merkt zum Beispiel, diese Gruppe ist, die ist nicht sehr streng religiös, merkt ihr das? Also sie gehören nicht zu dem Milieu. Das sind auch eher die älteren Muslime. Das sind zum Beispiel hier, die haben sehr traditionelle Lebensvorstellungen, aber die Jugendlichen, die hier sind, die sind erstmal, was fällt auf? Sie sind sozial unterschichtet und zwar stark. Das heißt, sie sind sogar noch in sozusagen untere Unterschicht zum Teil, bis dann in die Mitte hinein ein bisschen, das ist das eine. Das andere ist, sie sind schon längst individualisiert und auch schon längst materialistisch. Das heißt, für sie ist es wichtig, ich will mich selbst verwirklichen, ich will genießen und so weiter und so fort. Und also eher sozusagen auch also sehr stark individualisiert, eben wo die Religion zwar ihnen vorgehängt wird, aber sie leben nicht wirklich streng religiös. Sie haben keine streng religiösen Vorstellungen. Das heißt, für sie ist auch sozusagen Freundschaften zu haben, mit Mädchen irgendwie, bei Jungs zumindest, mit Mädchen Beziehungen zu haben, fällt nicht drauf, dass sie rauchen und so weiter, stört sie auch nicht. Und wenn sie auch Alkohol trinken, stört sie auch nicht. Und dass sie dann eher diese Konsumorientierung auch noch haben, die geht von hier bis hierhin, das sind schon 22% der Türkei-Stämmigen, die da drin reinfallen. Und wenn wir sehen, auch die Gruppe ist stark unterschichtet, die religiös Verwurzelten, das sind die Älteren. Hier haben wir diese jugendkulturellen Milieus, wo ihr sehr stark zu tun habt. Und hier gibt es noch ein anderes schwieriges Milieu. Das ist das Entwurzelte. Das sind meistens auch sehr stark zum Beispiel tschetschenische Flüchtlinge oder zum Teil afghanische, Teile von ihnen, die zwar hier hingekommen sind, aber die einerseits eben keine Wurzeln mehr zum Heimatland haben, weil auch aufgrund von Kriegssituationen starker Deprivation, aber auch es nicht schaffen, hier irgendwo Fuß zu fassen, wirklich. Das sind Leute, die Jugendliche, also Menschen, die eher so in so einer prekären Lebenslage sind, das wären die hier. Hoppala. Und dann haben wir natürlich hier das große traditionelle Arbeitermilieu, dann gibt es hier noch diese statusorientierten Milieus und so weiter und so fort und auch das intellektuell-kosmopolitische Milieu. Deshalb wäre es zum Beispiel für eure Arbeit entscheidend, also auch jetzt von der Analyse her zu sagen,
dass es nicht die Religiosität, sondern wirklich eher die Milieus entscheidend sind. Und man müsste hier nochmal, könnte man noch diese Milieus noch weiter binnen differenzieren. Aber wichtig ist, dass man hier zu einem großen Teil bei Jugendlichen dann nicht diese starke Religiosität, weil die wird es da gegeben, also 40% bis 70%, was wir gesehen haben, aber bei Flüchtlingen, also eher bei Zuwanderungsgruppen, die später zugekommen sind, ist die Religiosität höher, aus Tschetschenien, Afghanistan, Syrien. Aber sie ist auch sehr oft schon längst schon materialistisch, hedonistisch, also eher nach Leben und Genuss und eher für sich an seiner Lebensvorstellung orientiert. Und nicht sozusagen eine rigide Verwurzelung nur in der eigenen Gruppe mit sehr starken religiösen und traditionellen Werten. Gibt es hierzu von euch Ad-hoc-Fragen? Im Detail würde ich euch bitten, da reinzuschauen, weil Sinus-Milieus, ich werde euch übrigens auch die Folie zur Verfügung stellen, das heißt, dass ihr dann auch nochmal genauer nachschauen könnt. Deswegen ist es nur wichtig, nicht nur die Religiosität, sondern auch diese Milieus, die dahinter stehen, mit dem Auge zu haben. Das war mir wichtig. Ja, bitte. Genau. Würde das dann bedeuten, wenn ich richtig verstanden habe, dass Jugendliche, die sich die muslimischen Kultur angehörig fühlen und dem entwurzelten Milieu zuzurechnen sind, dass die da eben wenig oder keine Wurzeln da haben und vielleicht auch noch diese Schalenmuslimen leben, weil sie das als Marker verwenden, als Zugehörigkeit, dass dann hier eine Lehre ihnen ist, die sie dann irgendwie füllen wollen. In weiterer Folge Arbeit an Perspektiven wäre da hilfreich. Was denkst du dazu? Also ich habe dich akustisch nicht wirklich ganz verstanden, nur zum Teil. Kannst du es nochmal zusammenfassen? Ja, ein bisschen bitte? Kompliziert. Ich habe gehört, Schalenmuslime, ihnen vielleicht leer, was die Werte anbelangt, dann entwurzelt. Und das hatte mir dann das Bild ergeben, was machen wir mit der Lehre, was machen die Jugendlichen mit der Lehre, die Mädchen und Jungen. Und könnte die Arbeit an Perspektiven da hilfreich sein? Was denkst du? Du, also du bist in dem, also zwei Punkte. Das eine wäre, dass ein Großteil der Jugendlichen ist hier drinnen, mit dem ihr zu tun habt. Ihr habt auch einen Teil dieser entwurzelten Milieus, weil ein Großteil der Jugendlichen fühlen sich nicht entwurzelt. Sie fühlen sich zugehörig zu einer Gruppe stärker. Es gibt nur einen Teil davon, die wirklich auch sagen, also die sind auch zum Teil anomisch, weil sie weder noch irgendwo eine Verwurzelung finden. Da muss man anders arbeiten, als wie bei diesen hedonistischen subkulturellen Milieus. Aber wichtig ist, dass sie natürlich Lebensperspektiven bekommen, aber die entscheidenden Lebensperspektiven werden auch, dass sie ein bisschen realisiert werden, machbar sind. Weil es gibt zum Beispiel es gibt Studien über, wo wir Flüchtlinge befragt haben, da hatten sie Lebensperspektiven, oder wenn wir Schüler und Schülerinnen fragen, zum Beispiel haben sie, die wollen alles, eine Lebensperspektive, also sie haben hehre Wünsche, das ist super, wo ich sage auch toll. Das ganz große Problem wird sein, ob sie das dann auch irgendwie realisieren können. Und die große Frage ist, was ist passiert, wenn sie es nicht realisieren können? Weil da gibt es nämlich dann ein anderes Grundproblem zwischen Erwartung und großer Erwartungsenttäuschung. Also meine Wünsche, Hoffnung, die ich habe, und dann irgendwie merke ich, dass ich dann aber irgendwie doch die schulischen Noten nicht dazu habe. Also die Lebensperspektiven nominell sind wichtig, jemandem zu geben, wenn jemand keine Perspektiven ist. Aber deswegen ist es sozusagen auch wichtig zu sagen, okay, wie können auch dann wirklich diese Hoffnung auf bessere Lebensperspektiven auch Stück weit realistische Schritte eingeleitet werden, die das begünstigen. Das müsste damit einhergehen, sonst funktioniert das nicht. Ja, danke. Bitte. So. Also, für euch, ich meine, das ist euch vermutlich nicht was Neues. Was ich euch nur sagen wollte, ist, wenn wir uns ein bisschen diese Lebenswelt der Jugendlichen anschauen, kommen natürlich im ganz groben betrachtet 4 Dimensionen spielen dort eine Rolle. Das eine natürlich ist das Bildungssystem, die Vorschule, Volksschule, Schule. Immerhin sind diese Kinder je nachdem 10, 8, 9, 10 oder länger in den Schulen. Und ich finde, wir unterschätzen immer noch die große Sozialisationsfunktion von Schule. Sehen sie eher als Bildungsinstitution, aber übersehen, dass sie eine ganz große, also so stark in der Sozialisation der Kinder mitwirken.
Was euer tägliches Brot ist, ist aber in der Forschung in Österreich sehr stark unterbeleuchtet. Nämlich das sind die Effekte von Jugendkulturen und Peergroups. Also da gibt es genug Studien, ihr kennt euch die zum Teil selber aus. Es gibt dort einen Zusammenhang zwischen Bildungssystem und zum Beispiel Jugendkulturen. Je nachdem, also das gibt es gute Studien auch in den Vereinigten Staaten, ob diese Peergroups zum Beispiel bildungsaffin sind, bildungsfördernd sind oder bildungsdistanziert sind, spielt eine wahnsinnig große Rolle. Das heißt, wenn in meiner Jugendgruppe Bildung überhaupt keine Rolle spielt, wo einfach Coolness eine Rolle spielt und ein bisschen frech sein und auch dieses Rebellische da drin eine Rolle spielt, das ist zwar jugendkulturell nachvollziehbar, aber das führt gerade insbesondere bei Jungen, und da gibt es einen Genderunterschied, da gibt es einen großen Genderunterschied, dass Peergroups, die Bildungsdistanz und bildungsferne Codes haben, dann dazu führen, dass viele Jugendliche in der Pubertät aus sozusagen der Bildungskarriere wegbrechen. Das heißt, in der Grundschule sind sie alle nett, lieb, machen da, kommen noch mit, aber sobald sie in die Pubertät kommen, driften sie ab und im städtischen Raum noch viel stärker und die Jungs sind viel stärker von diesen Peergroups beeinflussbar als dann sozusagen andere Gruppen. Mädchen sind es weniger, interessanterweise. Aber ich finde zum Beispiel, dass in Österreich über das Thema zum Beispiel der Zusammenhang zwischen Bildungsfortschritt und Peergroups ist zu wenig untersucht. Da sind die Engländer und da sind auch die Amerikaner deutlich weiter, weil sie dort die Effekte dessen ganz stark sehen. Ich wollte kurz dazu etwas sagen. Gerne. Weil ich das wirklich auch schon lange beobachte. Zum einen bei meinen eigenen Söhnen, die in der Schule waren mit einem sehr hohen Migrationsanteil. Da waren zwei, drei Kinder mit deutscher Muttersprache hier in Graz. Und jetzt auch in meiner Arbeit als flexible Hilfe. Also das ist das ist unglaublich, dass bei den Nachmittagsbetreuungen sind 50 Kinder und es gibt zwei Betreuer, die dafür zuständig sind in den Volksschulen. Dass das kollabieren muss, das ist komplett klar. Also, dass das nicht gut gehen kann und dass ich schon den Eindruck habe, ich komme eigentlich aus, ich bin Österreicherin, bin in Deutschland aufgewachsen, bin jetzt wieder in Österreich, habe in Deutschland mein Abitur gemacht und ich habe schon den Eindruck, dass in Österreich Bildung sehr mit Elite und Luxus oder ja, mit Elite verbunden wird. Ich finde auch, dass dieser Matura-Ball dafür so ein unglaublich gutes Beispiel ist, der Tausende von Euro kostet. Das ja, wollte ich nur noch kurz hinzufügen. Das finde ich schon eine sehr interessante österreichische Besonderheit. Mhm. Genau. Und eben dieses riesige Dilemma in den Nachmittagsbetreuungen. Genau. Mhm. Okay. Danke. Du, ich würde über das Thema Bildungsungleichheit und woher das kommt, Eva, da könnte ich wirklich noch dazu stundenlang was sagen. Und ich würde nach wie vor, vielleicht sage ich das auch in einem Satz, zumindest wie meine Kernthese. Also wir überraschen ja uns immer wieder diese PISA-Studien, die uns zeigen, dass sie sagen, in Österreich ist der Familienhintergrund, der familiäre Bildungs-Background spielt eine massive Rolle in den Bildungsperspektiven und Bildungschancen der Kinder. Und dann wundert man sich immer wieder, woher das kommt. Und dann sagt man, ja, ist es die Religion bei den Muslimen oder ist es jenes und so weiter. Und was man wirklich übersieht, und das würde ich ohne weiteres sagen, ist eigentlich, dass du hast die Nachmittagsbetreuung angesprochen, ich würde sogar noch viel grundlegender sagen, wir haben das Problem, dass wir eigentlich wir haben eine zunehmende Auslagerung der Bildungsarbeit in die Familien. Das heißt, Kinder, wenn du willst, dass dein Kind erfolgreich ist, musst du schon anfangen, dass der vor der Grundschule noch ein bisschen das Lesen und Schreiben lernt. Dann musst du in der Volksschule dein Kind ein bisschen unterstützen. Und du musst ihn vor allem, gerade wenn es sozusagen dann geht Richtung Gymnasium oder Mittelschule, die Kinder, die es ins Gymnasium schaffen, sind meistens Kinder, die familiäre starke Unterstützung haben. Genau. Meistens. Und wenn man weiß, zum Beispiel, dass unser Bildungssystem sehr viel von den Eltern abverlangt, also ich habe zwei Kinder, die im Gymnasium sind, meine Frau ist de facto Nachhilfelehrerin und hat sozusagen, ich hab ihr immer gesagt, sie wird das Abitur mit ihnen zusammen machen, dass sie alles mitlernt und auch die Nachhilfe, die wir organisieren. Das heißt, man muss selber als Elternteil sehr interessiert sein, nicht nur interessiert sein, sondern man muss das alles verstehen können und man muss in der Lage sein, die Kinder wirklich entsprechend zu unterstützen. Das ganz große Problem ist, ein Schulsystem, das so gelagert ist, führt dazu, dass sozial schwache Familien
bildungsschwache Familien weiter geschwächt werden, weil sie nicht mitkommen. Und bildungsstarke Familien mit Mühe und Not es gerade noch schaffen. Aber deswegen findet die größte soziale Selektion eigentlich sozusagen mit, finde ich, es sind die Hausaufgaben und Unterstützungen. Plus deswegen merken wir auch auf einmal, welche Kinder ins Gymnasium kommen und welche nicht. Absolut, das ist die Grundschule. Die Grundschule sortiert, hier in Graz kann ich das einfach beobachten, komplett aus. Und ich war auch Obfrau vom Elternverein in dieser Schule mit einem hohen Migrationsanteil. Und die Eltern haben einfach, die Eltern mit Migrationshintergrund haben einfach sehr, sehr wenig Selbstbewusstsein, zum Teil mit den Lehrerinnen zu kommunizieren, wissen nicht, was ihre Rechte sind, fordern natürlich auch wiederum Dinge ein, die nicht okay sind, aber gut, das gibt es immer. Aber dass es keine Lobby gibt für diese Kinder, unabhängig von den Eltern, also dass man das wirklich abspaltet von den Eltern, ja, sodass man sagt, man unterstützt die Kinder, ganz egal, wie fit jetzt die Eltern sind, das fehlt hier definitiv. Genau. Und ich würde sagen, also meine Kernthese, die ich auch provokant immer formuliere zu sagen, ist, die Schule hätte eigentlich die Aufgabe, eigentlich soziale Unterschiede, Bildungsunterschiede auszugleichen und allen die gleichen Chancen zu ermöglichen. Aber aufgrund der Elterneinbindung und deren hohe Relevanz für den schulischen Erfolg würde ich sagen, dass unser gegenwärtiges Schulsystem eher die soziale Ungleichheit verstärkt, als dass sie sie aufhebt. Und das finde ich sozusagen den Kindern gegenüber eine massive Unfairness. Und gerade wenn wir merken, welche Familien sind bildungsschwächer und dann kommt bei mir gerade noch die sprachlichen Defizite mit dazu, dann merken wir, dass natürlich die sozial bildungsschwachen Familien aus Migrantenfamilien viel stärker davon betroffen sind. So. Und deswegen, dann wundern wir uns über die Ergebnisse deswegen. Ich wollte nur kurz noch was hinzufügen, dass das so ist, das ist in Österreich schon seit den 90er Jahren bekannt. Das ist nur eine Frage der politischen Entscheidung und wie ich Schule mache und lebe. Genau, da bin ich völlig dabei. Deswegen bin ich auch jemand, der, also ich bin nicht ideologisch, sondern eher empirisch, wenn ich sage, das sind Gründe doch, also der schulische Auftrag müsste in der Schule abgeschlossen werden. Das heißt, wenn es sozusagen wirklich gutes, verschränktes Nachmittagsunterricht gäbe, mit Freizeiteinlagen und so weiter und so fort, könnte man da wirklich erschaffen, dass die Kinder vergleichsweise deutlich ähnlichere und faire Chancen haben. Deswegen bin ich ja für diese verschränkte Ganztagsschule in dem Bereich. Gut, das haben wir. Was in den letzten Jahren mehr in den Fokus gekommen ist, und das ist natürlich diese Migranten-Communities. Also da haben wir gemerkt, auch dann TIS, also es gibt mehrere, wir haben eben auch die Milieus gemacht. Wir sind jetzt gerade dabei, auch vielleicht eine größere Studie zu Migranten-Communities zu machen. Das ist auch, da sind wir in den Stufen. Aber das ist, wir haben natürlich unterschiedlichste Gruppen in den Communities, die unterschiedlich bildungsaffin sind und nicht. Also in Deutschland war das zum Beispiel so, dass die spanischen Vereine dort eine wahnsinnig starke Bildungsorientierung hatten und interessanterweise die spanischen Kinder dadurch deutlich bessere Bildungsaufstiege hatten. Die italienischen, das übersieht man bis heute noch, über die Italiener redet, wir haben auch in Deutschland eine italienische Minderheit, die ist nicht mehr sehr groß, aber sie sind mit einer der größten Bildungsverlierer, die wir haben in Deutschland. Und das, man sagt das auch zum Teil, dass es sehr stark mit den Bildungsstrukturen, die sozusagen aus der Community sind, die da ein Stück weit fehlen. Das Interessante ist, dass es hier, und ich komme noch auf einen anderen Faktor hinzu, den vierten, das ist das familiäre Umfeld. Also, je nachdem, wie das familiäre Umfeld ist, hat es einen massiven Einfluss, wie eben nicht nur die Bildungsperspektiven der Kinder aussehen, sondern ganz stark auch, wie die Kinder sozusagen in Bezug auf Gendervorstellung geprägt werden, Bildungsorientierung geprägt werden, wie stark Religion eine Rolle spielt und so weiter und so fort. Das Interessante ist, und ich komme gleich zurück, und wir haben Studien gemacht, wo wir auch das uns genauer angeschaut haben, dass diese vier Dimensionen, ganz grob genommen, zueinander, je nachdem, in guter Kombination oder auch konträr zueinander stehen können. Und da in dem Zusammenhang wachsen Kinder auf. Also wenn Kinder zum Beispiel in der Familie oder in der Migranten-Community andere Werteorientierungen eine Rolle spielen und das, was sie in der Schule mitbekommen, da völlig widerspricht. Sehr oft haben wir, gerade wenn wir mit Schülern, das kennt ihr zum Teil auch von eurer Arbeit, also wir haben, wenn wir sagen, wir haben Peer Groups, wir haben Migranten-Communities und ein familiäres Umfeld, das zum Beispiel, wo bestimmte Gender-Vorstellungen, was traditionelle Rollenbilder eine Rolle spielen oder eine
deutlich höhere abgrenzende Religiosität eine Rolle spielt oder ein Nationalismus. Zum Beispiel bei den Türkeistämmigen beobachten wir mehr und mehr eine Symbiose zwischen Islamismus und Nationalismus. Wenn das sozusagen stark geschützt wird, ja, dann ist auch die Frage, das lädt sich alles im Bildungssystem ab. Und das führt auch zu den ganzen Diskussionen, Konflikten in den Schulen. Also die Susanne Wiesinger hat ja ein Buch geschrieben. Ich finde, sie hat das zwar überzeichnet zum Teil, aber es hatte vieles, was an realem Gehalt hat. Das findet dann in der Schule statt. Und dann gibt es so ein Konkurrenzverhältnis zwischen dem, was die Kinder von der Familie und in der Community mitbekommen und dem, was sie in der Schule vorgetischt bekommen. Dann kann das sozusagen kompatibel, aber auch konträr zueinander stehen. Und die Spannungen und Konflikte, die wir in der Schule zum Teil merken, sind auf das zurückzuführen. Für euch ist eher die sozusagen, ihr seid irgendwo hier in der Jugendarbeit und ihr kennt das ja natürlich genauso, die ganzen Diskussionen, die da passieren. Der Unterschied zwischen der Jugendarbeit und der Bildung ist, dass ihr eigentlich nicht diesen klassischen Bildungsauftrag habt. Das heißt, die Schule hat sozusagen ihren primären Bildungsauftrag und muss auch zugleich schauen, zu sagen, wie steht irgendwie die soziale Qualität in der Schule. Aber das ist nicht sekundär oder tertiär, spielt das für sie eine Rolle, während die soziale Dimension, die soziale Qualität bei euch in erster Linie vorne steht. Das ist so ein großer Unterschied da drinnen. So, und das ist natürlich umrahmt von einer gesellschaftlichen Umgebung, die entweder sozusagen eine positiv Diversität bejaht oder Diversität als großes Problem gesehen wird oder eine Gesellschaft, wo Kinder aufwachsen, das ist ja das, was mir auffällt, wenn Kinder also muslimische Kinder, die hier aufwachsen, ich glaube, dass kaum ein Kind von denen das Gefühl hat zu sagen, hey, ich weiß, dass ich hier super von der Gesellschaft aufgenommen werde. Sie spüren schon, dass der Diskurs, der über Muslime geführt wird, dass sie eigentlich sozusagen, also das Muslimsein wird hier eher als ein Makel gesehen. Aber auch zum Beispiel das Türke sein wird als Makel gesehen. Und das ist natürlich für Kinder, die hier aufwachsen, dann auch noch eine weitere erschwerende Situation, dass sie sagen, alles, was ich mitbringe, alles, was ich bin, ist eher ein Problem in dieser Gesellschaft. Und da kommt es zu Anerkennungsdefiziten in der Gesellschaft bei diesen Jugendlichen. Und die Frage ist, woher holen sie sich diese Anerkennung? Also diese ungleiche Anerkennungsbilanz muss ausgeglichen werden. Und da kann eben ein Nationalismus ein sehr guter Ausgleichsparameter sein. Da kann aber auch Religion als Abgrenzungsmarker eine ganz, ganz große Anerkennungsdimension sein. Also indem ich sage, wir Türken, wir Osmanen, wir Muslime, dann schaffe ich dieses positive Wir-Gefühl, kann das erklären, warum man gegen uns ist. Aber damit führt es zu einer Selbstaufwertung der eigenen Gruppe, zu Lasten Abwertung anderer Gruppen. Das sind auch Reaktionsmuster, die dadurch entstehen können. So. In den Familien, weil wir darüber gesprochen haben, alles bewegt sich. Das wollte ich euch nur sagen. Ich versuche jetzt ein bisschen die Dynamik noch stärker zu zeigen. Wenn wir das soziale Wandel in der Familie uns anschauen, kann man eins sagen, also was wir beobachten ist, auf positive Entwicklungen, das Heiratsalter bei den Türkeistämmigen und bei den Muslimen steigt, je länger sie hier leben. So, das Zweite, nur ganz kurz, ja, darf ich euch bitten, ich muss mal schnell. So, das Zweite ist, es gibt einen Geburtenrückgang, auch bei den Türkeistämmigen. Also da gibt es eine Angleichung zwischen den Österreich, der autochthonen Gesellschaft, auch der Migrationsbevölkerung. Also während die in den 80er Jahren die Geburtenrate ungefähr bei 4% lag, liegt sie jetzt bei 2, ich sehe das nicht, weil ich den Balken habe, ich glaube 2,2 oder 2,2 müsste es sein. 2,4. Das heißt, es hat sich sozusagen innerhalb von einer Generation schon massiv reduziert und die Tendenz geht in die Richtung. Das heißt, es gibt eine zunehmende Ähnlichkeit in der Sozialstruktur in diesem Punkt. Und auch diese demografischen Szenarien, wie hoch der Anteil der Muslime sind, die gehen von Geburtenraten aus, wo ich sage, ihr seht gar nicht mal, dass die Geburtenraten sich eher ähneln. Und diese Tendenz nimmt zu. Und auch, je nachdem, ob man das positiv oder negativ bewerten möchte, auch die Scheidungsraten sind gestiegen, auch bei den muslimischen Bevölkerungen. Das hat auch ganz klar zu tun,
einerseits mit den Konflikten in den Familien, die entstehen, aber auch, dass Frauen sich sozusagen das Recht nehmen, zu sagen, ich lasse mich scheiden und ich bin dann sozusagen, gebe meinen Eindruck, dass es diese Möglichkeit gibt und dass sie oft mehr und mehr genutzt wird. Also auch das ist sozusagen ein Zeichen, was eher zunimmt. Und es gibt bei den Berufswünschen auch Ähnlichkeiten von türkischen wie bei deutschen Mädchen, das kann, also entschuldige, österreichischen Mädchen genauso. Auch da gibt es Ähnlichkeiten, die ihr mehr und mehr entkommen. Aber, und jetzt kommen auch sozusagen bestimmte Biases, es gibt sozusagen, insbesondere bei den Muslimen merken wir, dass sie sehr stark innerhalb der eigenen Gruppe heiraten. Das wäre für mich auch nicht jetzt das große Problem. Also ein Problem haben wir in der Tat durch die Heiratsmigration. Das heißt, viele, wenn Menschen nicht nur sozusagen, ich sag mal, die Muslime oder eine sozusagen aus der gleichen ethnischen Community hier nehmen, also hier eine Lebenspartnerin finden, sondern ihren Lebenspartner oder Partnerin aus den Ursprungsländern finden. Das führt eigentlich zu einer ständigen Wiederkehr der ersten Generation. Weil die Partnerin, die hinkommt, kann die Sprache nicht, kennt das System nicht und ist eigentlich sozusagen ein sehr, sehr schlechter Supporter der Kinder. Und somit haben wir das Phänomen. Und was passiert, wenn der Ehemann oder meistens eher, also auch, es sind eher die Frauen, die aus diesen Ursprungsländern kommen, aber wenn die Partnerin selber hier ist, hat es massive Auswirkungen auf die Deutschkenntnisse. Also, wenn jemand in der Familie dann nur Deutsch, eine Mutter, kein Deutsch kann, was ist dann die Familiensprache? Sie wird dann sozusagen die türkische oder eine andere Sprache. Und auch die Mediennutzung ändert sich. Das sind dann viel stärker, verstärkt auch zum Beispiel dann türkische Medien anschauen, wenn eine Partnerin das nicht kann. Die Wichtigkeit der Muttersprache ist wichtig, dass man sie gut kann und so weiter, aber das Dumme ist, dass sozusagen der Input im Deutschen dadurch viel zu weniger wird und eher schlecht ist. Und auch die Unterstützung der Kinder in der Schule, im Bildungssystem ist dadurch auch schwieriger. Wenn sie das System nicht kennen, wenn sie sozusagen nicht hinreichende Deutschkenntnisse haben, ja, gehen sie mal hin und versuchen sie mal mit einer Lehrerin auf Augenhöhe darüber zu sprechen, über die Entwicklung ihres Kindes. Also wir merken sehr viel, wie schwierig das für uns fällt, in einer Sprache, die wir nicht gut können, uns also das Wort zu erheben und dann in der Sprache zu sprechen. Das ist dann immer so eine ungleiche Situation, auch in der schulischen Dimension, und das ist ein Problem. Was wir aber zum Teil merken, auch, es gibt auch Dynamiken, es gibt innerhalb doch der muslimischen Familien doch ein viel stärkeres, traditionelleres Rollenbilder, was Männer und Frauen anbelangt, in der Tat, aber es gibt auch dort Entwicklungen, ich wollte auch euch das ein Stück weit zeigen. Es gibt zum Beispiel viele Eltern, die ihre Kinder nicht mehr schlagen. Der Anteil ist immer noch höher, also von Eltern, die bei Muslimen, die ihre Kinder schlagen, aber er ist im Vergleich, was sie von ihren Eltern können, deutlich zurückgegangen, also wo Gewalt ein völlig ganz normales, und das kennt man ja genauso, also man muss ja nur zwei Generationen zurückgehen, wo Gewalt ein völlig normales Erziehungselement ist, merken wir auch, dass dort die Gewalt insgesamt zwar höher ist, aber auch, dass sie rückläufig ist. Und auch bei vielen Familien, die eher ein bisschen in der Mitte sind, also auch nicht die ganz religiösen, aber die eher in der Mitte sind, die auch irgendwann erkennen, solange der autoritäre Erziehungsstil funktioniert nicht ganz oder macht nicht Sinn, weil irgendwann, also eine Frage, die wir uns immer wieder stellen, ist, solange ja, wie wollen Sie das? Ja, eigentlich möchte ich, dass meine Tochter als ehrbare Frau eben eigentlich jemand irgendwann kennenlernt und heiratet. Aber dann würde sie ihn kennenlernen. Möchtest du ihn vorher kennenlernen? Nein, eigentlich möchte ich davon nichts wissen. Und eine Form ist, dass zum Beispiel diese Eltern, die ein bisschen pragmatischer sind, eher dann vorgehen zu sagen, dass sie eigentlich den Mädchen sagen, eben ihr eigentlich sozusagen sagen, du bist verantwortlich, dass du ein ehrbares Mädchen bleibst, also sehr sittsam bist, und indem ich davon sicher bin, dass du das tust, erlaube ich dir auch mehr Freiräume, dass du selber rausgehst und so weiter, vielleicht mit Freunden triffst, und das sind dann sozusagen Räume, wo Eltern mitspielen, aber das Interessante ist, sehr oft sagen uns auch Eltern, dass sie sich durchaus auch, sie sagen, ich kann es schon verstehen, dass sie irgendwann, also sie sollen nicht schlafen, sie sollen das sozusagen als Jungfrau zwar in die Ehe gehen, also was Mädchen anbelangt, aber dass sie irgendwann einen Freund hat und dass sich treffen, verstehe ich. Aber ihr großes Problem ist, dass sie sagen, erstens möchte ich das nicht sehen, also so eine Ablehnung, ich möchte es nicht sehen, weil es sie so ihre Widersprüche intern zeigt, das eine. Und das andere ist, sehr oft sagen sie, ich könnte damit eher leben, aber was werden unsere Bekannten, Verwandten, Nachbarn dazu sagen? Das heißt, das Milieu ist konservativer in ihrer Struktur als die einzelnen Personen, die da drin zum Teil leben.
Weil immer das Problem, also gerade wenn sozusagen eher so kollektive Vorstellungen eine Rolle spielen, wo Bekanntschaften dort sind und auch sozusagen das Ansehen innerhalb der Gruppe eine große Rolle spielt, in der Verwandtschaft, in der Familie, da ist auch diese sozusagen der Punkt, wie ich gesehen werde, viel wichtiger. Deswegen ist das Milieu manchmal rigider, im Sinne von auch der kollektiven Strukturen, dadurch rigider, konservativer, als möglicherweise viele Familien schon sind da drin. Und auch Väter und Mütter sind. Das überspringe ich jetzt aus Zeitgründen. Das überspringe ich auch aus Zeitgründen, weil ich das sozusagen, oh, wir sind schon sehr weit vorne. Ich würde jetzt noch eine wichtige, und das würde ich euch noch antun, das war dann doch ein langer Vortrag. Ich hätte noch eine ganz kurze Frage, falls sich das noch ausgeht. Sie haben ja gerade dieses Phänomen angesprochen, dass zum Beispiel die Ehre in den Familien über die Töchter, über die weiblichen Mitglieder hergestellt wird. Und auch dieses Kollektivistische, dass man sich immer denkt, okay, was denken die Nachbarn, die Verwandtschaft, diese kollektivistischen Einstellungen. Was gibt es da für Strategien, dass das durchbrochen werden kann? Dass zum Beispiel muslimische Burschen, Männer sagen, hey, also meine Schwester ist selber für ihre Ehre zuständig und ich bin glücklich, wenn sie sozusagen auch glücklich ist und ein selbstbestimmtes Leben führt. Also ich habe, das ist ein großes Thema, ich kann jetzt sowieso nicht darauf eingehen. Okay. Und dafür braucht man auch sozusagen, also dazu haben wir übrigens auch in der Steiermark, haben wir so zweitägige Seminare gemacht, also wo wir eines Tages wirklich einen Tag lang nur darüber gesprochen haben oder auch rausgearbeitet haben, was kann man dort konkret tun, auch in eurer Arbeit. Wo wären Anknüpfungspunkte? Also das kann ich jetzt nicht leisten. Ich möchte euch jetzt, können wir eine Frage, ist das in Ordnung, wenn wir vielleicht 5 Minuten überziehen? Ja, ist möglich. Es geht leider nicht wirklich länger, weil wir danach wieder eine Fortbildung haben. Okay, gut. Ich mache das mal sehr schnell für euch. Also, weil das Männer-Frauen-Unterschiede sind. Muslimisch-männlich desintegriert war das Buch von Ahmed Toprak. Und bei dem, wo es herausgekommen ist, aus seinen Studien ist, dass muslimische Jungen gerade in Großstädten einfach sehr oft die Bildungsverlierer sind, dass sie auch anfällig sind für religiöse, nationalistische Radikalisierungen. Und hier kommt auch die Erziehung, Entschuldige, hier kommt auch die Erziehung, spielt eine sehr starke Rolle, nämlich eben den jungen Männern viel Freiheiten geben, aber ohne, dass sie Grenzen kennenlernen, wo Fleiß und Disziplin keine Rolle spielt und so eine machistische Männlichkeit doch noch eine Rolle spielt. Also wo Männlichkeit ums Beweis geht, sozusagen Stärke, Stolz, Kampfesmut, das geht dann mit Imponiergehabe einher. Und es kommen damit auch dichotome Weltbilder und abwertende Frauenbilder einher. Das Problem ist, dass sie einerseits so stark sozusagen als die kleinen Paschas zum Teil leben, aber in der Lebenswelt dann, in den Lebensperspektiven dann das aber nicht finden. Das sind dann die Verlierer. Und das ist das Problem zwischen einerseits, und das sind sehr starke narzisstische Kränkungen, einerseits einen sehr starken Stolz zu haben, und dann aber im sozialen Gefüge später sozusagen nicht die Performance zu haben. Und das sind dann innere Klüfte, die sich bei ihnen tun. Und dann ist die Frage, was das kompensiert. Sehr oft kann es dann wirklich der Nationalismus sein oder eine übertriebene Männlichkeit, die zur Schau gestellt wird, oder auch die Religiosität. Ich habe da auch was zu den Mädchen, aber ich würde euch noch einen Punkt, also das habe ich auch zum Teil mit erwähnt bei den Mädchen, interessant ist, dass bei den Mädchen das Thema Ehre und Scham eine ganz große Rolle spielt. Und die Scham, also im Sinne von Sittsamkeit, keine sexuellen, also weitestgehend entsexualisiert zu leben und die Keuschheit eine ganz große Rolle spielt. Mädchen haben auch sehr oft die Aufgabe, in der Familie selber die Familienfunktionen zu übernehmen. Also wenn sie Geschwister haben, dass sie auf ihre Geschwister aufpassen. Das heißt, sie lernen sehr, sehr stark früh auch Verantwortung. Interessant ist, dass was bei sozusagen der Unterschied zu Jungs ist, dass sie das etwas bei den eher traditionellen Familien diese strengere Erziehung einerseits ein Leid für die Mädchen ist, aber dadurch, indem sie strenger erzogen werden, spielt Kontrolle eine Rolle bei ihnen, spielt auch sozusagen, dass der Fleiß eine Rolle, dass sie fleißig sind. Und bei den Mädchen gibt es diese Peer Group Effekte, von denen ich eben gesprochen habe. Das insgesamt ist interessanterweise förderlich für den schulischen Erfolg. Wir sehen, dass muslimische Mädchen in der Schule vergleichsweise besser abschneiden als Jungs. Das ist bei den Tschetschenen noch viel ganz diskrepant, dieser Unterschied.
Und auch es gibt bei den Mädchen noch natürlich auch einen Wunsch, über Bildung ein bisschen graduelle Freiheitsräume zu bekommen. Das heißt, bei weitere Schule gehen, dann eben nicht gleich heiraten, sondern später und so weiter und so fort. Das spielt eine Rolle. Das ein Problem ist, dass wir die Mädchen haben, die zwar insgesamt eine bessere Bildung haben, das wird sogar noch zunehmen. Also wir werden ein Problem haben. Das haben wir zum Teil bei den Tschetschenen, dass die Mädchen vergleichsweise deutlich besser gebildet sind als die Jugendlichen, aber sie finden eigentlich keine bildungsadäquaten Männer in ihren als Partner. Das ist so ein Thema, was sie dort haben. Letzter Punkt, und dann entschuldige, dass ich jetzt durchgehe und ich überspringe eine Folie, weil das ist mir, das hätte ich euch alles noch erklärt, aber ich wollte euch auf was anderes hingehen, damit ihr nur weißt, wisst ihr auch das, tut mir leid, ich muss dann so durchgehen. So. Das erkläre ich nur grob und ich bitte euch dann, euch die Studie anzuschauen, die wir dazu gemacht haben. Das ist eine Studie, die wir eben von den Muslimen, die wir gemacht haben. Wir haben uns die Frage gestellt, welche Faktoren führen denn zu antidemokratischen und gleichwertigkeitsfeindlichen Grundeinstellungen? Also was sind die Gründe? Und dort habt ihr hier, wir haben hier verschiedenste Punkte gefragt. Also spielt das Herkunftsland eine Rolle? Geburtsland, Aufenthaltsdauer, Sprache, Status Vater, Erziehungsstil, Gewalterfahrungen, Geschlecht, Bildung, Arbeitslosigkeit, Diversität, Freundeskreis, also plurale Freundeskreise oder nicht, Diskriminierungserfahrungen, sind das alles Faktoren, die Selbsteinschätzung, Isolation, Orientierungslosigkeit, sind das Faktoren, die antidemokratische und gleichwertigkeitsfeindliche Grundhaltungen begünstigen, weil das ist ja ganz wichtig. Also was sind die Gründe dafür? Und wenn ihr euch diese Faktoren anschaut, könnte man sagen, ja, alles spielt irgendwie eine Rolle, oder? Wir haben wirklich uns die Mühe gemacht und da bin ich wirklich ganz stolz, dass wir es schaffen konnten, wirklich empirisch genau zu schauen, welche Faktoren den stärksten Einfluss haben. So, ich hätte normalerweise euch die Frage gestellt, was ihr vermutet von dem hinaus. Das kann ich mir, oder andersrum, ich frage mal nur ganz kurz, was vermutet ihr? Ein paar Stimmen? Okay, dann bleibt man. Dann gebe ich euch mal ein bisschen die Antwort hierzu. Was wir gemacht haben ist, was gekommen ist, rein empirisch. Das heißt, wir haben wirklich sozusagen, man nennt eine multivariate Regressionsanalyse, das spare ich euch. Was herausgekommen ist, dass in der Tat der familiäre Hintergrund den stärksten Einfluss hat auf die demokratischen und antidemokratischen und gleichheitsfeindlichen Einstellungen. Und zwar einerseits die niedrige soziale Herkunft, die strenge Erziehung und Gewalt in der Familie hat eigentlich den größten Anteil. Und das ist auch mein Plädoyer. Wir müssen unbedingt die Elternarbeit forcieren, stärken. Die ist eigentlich bei uns noch in Kinderschuhen. Und die wäre so wichtig und zentral. Der zweitwichtigste Faktor ist, wenn sie weniger diverse Freundeskreise haben, also sehr stark in der Eigengruppe sind. Und auch Diskriminierungserfahrungen spielen auch eine Rolle. Also das sind alles so 8 Punkte, Pluspunkte sind von 100, wie viele das erklärt. Wir haben sozusagen, dann spielt Isolation eine sehr starke Rolle. Ihr seht es mit plus 7%, also 7 Punkten, keine Vertrauensperson und eine hohe Unsicherheit, was gerade bei Flüchtlingen eine ganz große Rolle spielt. Auch ein hohen, aber ihr seht mit 5, 3 und 3 spielen Faktoren wie formale Bildung eine Rolle. Die Arbeitslosigkeit und dass man männlich ist. Also die Männlichkeit spielt hier auch eine sozusagen plus 3% Unterschied. Und dann kommt die Religiosität mit 4 Punkten selber dazu. Und das ist etwas, was ich euch geben wollte, also auf die Frage, wo muss man ansetzen? Die Faktoren, die hier am stärksten Einfluss haben auf sozusagen antidemokratische Grundhaltungen, sind auch die Hebel, wo wir ansetzen könnten. Das heißt, wir müssen an den Familien sehr stark arbeiten. Wir müssen schauen, dass Projekte, Programme eher divers gestaltet sind. Da seid ihr mit eurer Arbeit da. Und natürlich auch eine Diskriminierungsbekämpfung wäre ganz, ganz wichtig. Gerade bei destabilisierten Menschen, also diese, ihr kennt noch diese Milieus, die ich gezeigt habe, also diese Gruppe, die in prekären Lebenslagen ist, entwurzelt ist, dort braucht man Vertrauenspersonen, wo eine hohe Unsicherheit eine Rolle spielt. Das ist, leider, ich habe es sehr kurz gefasst, das ist wirklich zum ersten Mal uns gelungen, die Faktoren empirisch zu gestalten und wir können mit diesen Indikatoren knapp 70% der gesamten
abwertenden Einstellungen erklären, was die Gründe dafür sind. Das ist eigentlich ein unheimlich hoher Wert gewesen. Wir haben jetzt eine andere Studie, da haben wir nur 20% und 30%, was wir erklären können. Und das wären jetzt auch die Hebel, wo man ansetzen könnte, zu sagen, so, wo wäre was möglich? Ich werde die Literatur dieser Studie auch geben, wenn ihr das haben wir vor einem Jahr publiziert und das hat eine große politische und mediale Debatte ausgelöst, diese Studie, die wir gemacht haben. Den Hinweis bekommt ihr auch im Anhang. Tut mir leid, das war doch sehr lange. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Es ist leider nicht so dialogisch geworden, wie ich wollte, aber ich hoffe, ihr hattet hier oder dort interessante Einblicke, die für euch interessant sind. Danke für eure Aufmerksamkeit.